Heidi-Löchen, ja, willkommen. Mir schwan gerade im Hinterkopf, dass ich irgendwas nachgucken wollte, aber ich bin mir nicht sicher. Erstmal ein herzliches Willkommen hier wieder, ne, ihr seht's, laufen. Ich bin ganz verwirrt, ich habe nämlich am Wochenende für mich Guild Wars 2 entdeckt. Und wollte jetzt gerade die Steuerung so machen, wie ich sie da eingestellt habe. Aber das klappt hier, glaube ich, nicht. Das war hier anders. Ich sag ja, man soll nicht so viele Spiele zwischendurch spielen. Ich laufe immer durch die Gegend, weil ich irgendwas erzähle und ich weiß, was ich machen soll. Und ich beides gleichzeitig tun kann, denken und machen. Oh, schön Sonne. Ha, schön. Dabei habe ich auch mein Mikrofon in 5 Millionen Richtungen gedreht. Und jetzt hört man wahrscheinlich die ganze Zeit meine Tastatur. Ich brauche dringend ein neues Stativ. Aber das gibt es wahrscheinlich erst zu Weihnachten, weil das kostet Geld und das kann ich mir nicht leisten. Ich hätte ja auch gerne ein vernünftiges. Aber ich habe mich mal schlau gemacht. Das kostet leider 79 Euro, was ich gerne hätte. Und die 79 Euro habe ich gerade nicht. Von daher spielen wir jetzt einfach munter fröhlich mit 18 FPS und freuen uns, was... Wir gucken einfach mal, was wir tun müssen, ne? Diesmal habe ich auch auf Anhieb die richtige Tastatur gedrückt. Ich habe nicht die von meinem Laptop benutzt, sondern gleich die richtige. Eine gefährliche Bestie, genau. Da haben wir uns ein bisschen doof angestellt. Ich glaube auch nicht, dass wir das... Ich meine, wir können es dann aber versuchen, aber... Das ist nämlich genau die beiden Sachen, die wir tun müssen. Wir haben 1340. Halt. Wir könnten ja nochmal... Ne, linke Hand wollte ich nicht. Rechte Hand. Wir haben den Säbel ausgerüstet mit 30 bis 40 Schaden. 30 bis 40. Allerdings macht der Piratensäbel 5 Schaden mehr. Vielleicht nutzen wir mal den Piratensäbel. Ist das hier zufälligerweise nach Schaden gesortiert? Nope. Nicht nach Schaden, nicht nach... Warum kann man das denn nicht irgendwie... Naja. Ich hoffe, ich gucke mal. Es ist übrigens schön, dass man, wenn man das Bild hat, richtig schön viele FPS hat. Ich meine, das ist kein Wunder, aber es ist egal. Das haben wir hier. Für den Kopf haben wir nur das alte Kopftuch. Für den Körper... Die hatten beide die gleichen... Werte, ne? Genau. Ich bräuchte auch ehrlich gesagt nicht kugelsicher. Ich bräuchte irgendwie was... Was braucht man für ein Krokodil? Bissfest? Matrosenring. Klingenfest. Amulett. Kugelsicher. Ritual, kugelsicher. Das ist alles nicht das, was ich gerne hätte. Schmutzige Tricks plus 5, Diebeskunst plus 10. Das ist, glaube ich, auch noch nicht, was ich gerne hätte. Mehr habe ich nicht. Schade eigentlich. Haben wir was zum Kaufen, außer die 5 Millionen. Wir haben außerdem kein Proviant mehr. Genau, wir wollten nach einem Feuerchen suchen. Ich lege mich eben nochmal pennen. Wird das gerade Tag oder wird das dunkel? Ich weiß das gerade nicht so richtig, deswegen lassen wir uns von ihm hier mal wieder anmeckern. Ne? Wenn du das bei mir machst, gibt's Ärger. Du bist ganz schön laut, Junge. Aber ich mache das auch bei dir, da habe ich keine Probleme mit. Na? Stinkstiefel? Langsam muss ich mal dran gewöhnen, dass ich dein Bett voll pupse. Hui. Hier können wir nach wie vor nicht kochen, ne? Oh Gott. Ich habe schon so ein bisschen Angst, dass wenn ich da durch gehe, gleich voll einen auf den Sack kriege. Das heißt, ich wandere jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. In der Hoffnung, dass ich ein Lagerfeuer finde. Wir waren da hinten hinter noch nicht. Ich gehe einfach mal ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir noch was ganz Tolles. Weil die vom Stamm können uns garantiert nicht, also keine besseren Anziehsachen verkaufen. Ich glaube, die Inquisition möchte nicht mit uns reden. Könnte ich vermuten. Könnte höchstens mal zurück zu Stahlbart und Petty latschen. Was? Ist das hier keine? Ah, das ist eine Blüte. Schade eigentlich. Dachte, ich krieg ein bisschen Proviant. Das sind alles nur Blüten. Oh, guck mal, das nicht. Das heißt, ich kann das auch gleich wieder ausrüsten. Im Inventar. Blunder benutzbares. Proviant. Schön auf die 3 packen, dass wir nicht aus Versehen befuttern. Hui, da schwingt er sich elegant nach oben. Jetzt kommen wir wahrscheinlich genau dahin, wo ich hergekommen bin. Aber egal, ich kann ja wieder runterkommen. Hauptsache, wir tun so, als würden wir vorankommen.
Vielleicht gibt es hier irgendeinen geheimen Schatz. Hallo, ich bin ein geheimer Schatz. Sieht nicht so aus. Ich werde, ich sterbe gleich irgendwo. Ich geh mal eine Runde duschen, ne? Komm ich hier hoch? Ich lebe schon wieder, glaube ich, also... Ich bin gerne lebensmüde, habe ich manchmal das Gefühl. Und dieser Wasserfall ist gerade richtig laut. Was dahinter? Guck mal, wir stehen unterm Wasser und das stört jetzt keinen. Dachte gerade schon, jetzt sterben wir. Befürchte, wenn ich da hinten lang gehe, komme ich zu dem Krokodil. Und ich habe gerade das Gefühl, als müsste ich die ganze Zeit schreien und das muss ich nicht, weil im Endeffekt mache ich mir das schon für euch zu einer passenden Lautstärke. Da hinten ist, glaube ich, das Krokodil. Komme ich hier raus? Ich weiß, ich wollte eigentlich... in die andere... Oh, guck mal, eine Gaganuss. In die andere Richtung gehen, weil ich nämlich hier gleich eine Truhe, die verschlossen ist und noch ziemlich lange. Ich sehe dich, du Mistvieh. Deswegen gehe ich jetzt einmal wieder in die andere Richtung. Scheiß Kackvieh. Warum klettert er eigentlich nicht auf den Baum? Es wäre mir neu, wenn Krokodile neuerdings auf Bäume klettern könnten. Oh, guck mal, hier ist was zum Abkrabbeln. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. So schön hochkrabbeln und dann immer, wenn die Pistole wieder schussbereit ist, mal ein paar nachsitzen. Oder mit dem Säbel leicht die Kopfhaut streicheln. Oh, guck mal. Noch ein Proviant. Ich muss ja jetzt alles am Proviant ransuchen, was ich kriegen kann. Find das nicht gut, dass wir keinen haben. Find das ja nicht gut. Viecherchen, die ich töten kann. Er bleibt schon wieder andauernd stehen. Das nervt mich wieder. Obwohl ich die Taste gedrückt halte. Oder vielleicht mal so ein Millizentimeterchen im Druck nachlasse. Hier, guck mal. Die jungen Männer da hinten, ne? Wollen wir doch mal gekonnt den Arsch versohlen. Vielleicht sterbe ich wahrscheinlich. Schnauze. Schnauze. Ihr sollt nicht immer... Gott. Das war gerade ein Angry Mouse Rage. Hör auf, mich zu schlagen, du dreckiger Kleiner. Oh, ich erinnere mich gerade, wo die ganzen Proviante hingegangen sind. Wir haben da ja, glaube ich, so einen netten Ausflug gemacht. Und ich weiß auch, wo die zwei Proviant wieder hingehen. So, ich könnte jetzt natürlich wieder zurückrennen und schlafen gehen, aber... Naja. Können ja mal ein bisschen spannend leben, ne? Was wackelt denn das heute schon wieder so? Das ist strange. Ich finde das Spiel sowieso sehr... Ich sage mal zwischendurch interessant, was die Performance angeht. Eigentlich läuft es immer ganz nett zwischendurch mal so. Nö, ich habe keine Lust auf FPS. Wer braucht heute schon FPS? Ich nicht. Du also auch nicht. Also gebe ich dir auch nichts. Ist nicht so ganz bedacht. Gerade jetzt glaube ich nicht. Hab das jetzt noch nicht näher eruiert, aber gerade wenn solche Sachen sind wie fließendes Wasser und sowas. Das ist dann etwas, also so Wasserfall und so. Dass er dann sagt, nö. Fick dich. Ich hab Urlaub. Eieieiei. Ich hab Schiss. Merkt man nicht, ne? Oh Gott. Ich weiß auch, wer gleich wieder in irgendeine scheiß Falle latscht. Das hört sich hier echt nicht so angenehm an. Es sieht auch eigentlich gar nicht mal so geil aus. Aber wir waren hier schon, ne? Da vorne ist das, oder? Waren wir schon mal? Hä? Sieht voll verbrannt aus hier. Bestimmt ein Vulkan oder so. Das ist bestimmt das, wo wir nicht hin dürfen. Deswegen gehe ich da jetzt auch am besten mal nicht hin.
Ich werde aber mal speichern und da oben mal kurz vorbeischnüffeln. Warum war da gerade ein Höhlentropfen zu hören? Das ist ein Ende! Oh Gott. Geh ja schon, geh ja schon! Nein! Oh Gott, es sind viel zu viele. Es sind nur zwei, aber... Bleib stehen, verdammt nochmal! Lass mich doch einfach in Ruhe, ich bin falsch abgebogen! Du Dreckiger! Ja, geh bloß weiter, du! Sonst, verprügel ich dir, deinen großen Zeh. Ich warte nur auf so eine blöde Falle. Oder auf einen Jaguar. Und ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Oder waren wir hier schon mal? Ich glaube, wir waren hier schon mal. Und ich möchte mich eigentlich weigern, gegen diesen wunderschönen Alligator zu kämpfen, weil ich das nicht hinbekomme. Und alles, was ich haben möchte, ist doch nur ein Lagerfeuer. Statt dass ich den Weg zurückgehe von da, wo ich schon mal eins hatte unterwegs. Aber nein. Wer macht denn sowas? Termiten. Hallo, Termitilein. Daneben, Drecksack. Meine wertvollen Kugeln, weißt du? Du musst ja wenigstens noch ein paar für deinen scheiß Krokodil aufheben. Los, nimm mit. Hm. Eine Termite kommt selten allein, sage ich dazu mal. Oder? Sind Termiten Rudeltiere? Ich glaube schon. Oh Gott. Ich glaube... Ich vermisse meinen Bogen aus dem ersten Teil. Oh Gott. Oh Gott. Nee, hallo einmal. Du dreckiger Kleiner. Oh Gott. Jo, die Tasse? Ja. Also, wir gehen auch nicht hier entlang. Wobei, das würden wir wahrscheinlich hinkriegen, wenn wir voll geheilt sind, aber es ist egal. Zwei Termitenkrieger sind dann noch ein bisschen böse. Das heißt, tschüss. Gehen wir in die andere Richtung. War nett hier gewesen zu sein. Beehren sie uns bald wieder. Oder auch nicht. Heilte Rum eigentlich auch? Nee, ne? Falsch. Rum, Grog. Blut plus 50. Guck mal, wir können mal auch den Rum mal mit draufziehen. Rum heilt 100. Bloody Mary. Blutring... Regeneration? Soll ich mal eine Bloody Mary trinken? Das war viel zu viel. Bis jetzt wollte ich gerade schon wieder laufen, wie bei Guild Wars. Das klappt nicht. Oh, jetzt können wir auch ewig keine Bloody Mary trinken. Egal. Wir haben ja auch keine mehr. Wir könnten welche herstellen, glaube ich. Wobei ich noch nicht ganz mir sicher bin, wie das funktioniert. Vielleicht gehen wir nochmal hier lang, oder sind wir von hier gekommen? Ich glaube, wir sind von der anderen da gekommen. Aus der dritten Richtung. Ich habe, glaube ich, wirklich in 2 Minuten keinen Plan mehr, in welche Richtung ich rennen muss. Sollte. Könnte. Ich sehe eine Palme. Da geht's auch hoch. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin und ich würde im echten Leben auf dieser Insel ausgesetzt werden, ne? Oh, ein Feuer! Ich hätte nach 5 Minuten keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ja, yep. Und yep. Und yep. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen. Dann können wir auch nochmal bis zum nächsten Morgen pennen. Ach, wir sind ja eh heile. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ich Trottel. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Halt doch die Fresse! Da ist eine Ogerwurzel. Ich weiß, sie heißt hier irgendwie anders, glaube ich.
Aber den möchte ich mir erst holen, sonst vergesse ich sie.